Hallo, willkommen zurück. Also Wirkungspläne. Wir haben uns gerade die Rekursion angeschaut, also die Schritt-für-Schritt-Berechnung. Und wir wissen jetzt, wie sich diese Differenzengleichung hier verhält. Jetzt schauen wir uns mal den Wirkungsplan nochmal genauer an. Also wir haben gesagt, okay, x von n ist unser Eingangssignal. Und unser Eingangssignal, das haben wir ja vorhin schon besprochen, da wollen wir den Einheitsimpuls Delta von n nehmen. Der ist 1, 0, 0, 0. So sieht der aus. Und naja, jetzt können wir das Ganze, das ist ja so gemalt, so ein bisschen wie eine elektrische Stromleitung oder wie eine Wasserleitung. Also wir folgen einfach den Pfeilen. Das heißt, dieses Signal geht er hier lang. Nehmen wir erstmal an, wir sind hier bei n gleich 0. Da geht alles los. N gleich 0. Hier sind wir. Okay. Ja, das heißt, an x von n liegt der Wert 1 an. Ja? X von unser Signal hat momentan den Wert 1, den hier. Okay, dieser Wert, der wandert also hier den Pfeil entlang. Und dort gibt es einen Knoten, dort spaltet er sich auf. Also wir haben jetzt einen Teil des Signals, der hier nach rechts weiterläuft. Und einen Teil, der hier nach oben weiterläuft. Diese 1 eben. Die 1, die jetzt nach rechts läuft, die landet in einem Addierer. Wir werden gleich sehen, was da passiert. Schauen wir uns mal die andere 1 an. Die läuft in den Multiplizierer rein. Läuft hier durch. Was macht der Multiplizierer? Der Multiplizierer multipliziert 1 mit minus 1. Einmal minus 1 ist minus 1. Okay. Und was passiert jetzt? Jetzt trifft dieses minus 1 auf unser Delay. Und das Delay ist ja unser Einheitsverzögerer. Ihr könnt euch das so vorstellen, das Ganze ist jetzt so ein bisschen wie ein Brettspiel, meinetwegen Monopoly. Wir sind gerade aufs Gefängnis gestoßen und müssen eine Runde aussetzen. Das heißt, diese minus 1, die muss hier eine Runde warten und darf nicht weiter dem Signalverlauf folgen. Erst im nächsten Schritt für n gleich 1 darf ich weiter. Ja. Also wir werden einen Schritt festgehalten. Jetzt ist die Frage, was liegt dann hier drüben an? Was für ein Signal kommt dann aus diesem Einheitsverzöger, aus dem Delay raus? Das ist eigentlich das Signal, das bevor wir unser Labor angeschaltet haben, im Delay in unserem quasi Monopoly-Gefängnis war. Und da sagen wir, das ist jetzt einfach unsere Konvention für diese Vorlesung und ist auch meistens die Annahme in vielen Systemen, wir starten in Ruhe. Das heißt, in dem Delay, in dem Verzögerer, da ist kein Wert drinnen gesteckt außer 0, der da auf einmal herausspringt. Also alle Werte vor n gleich 0 sind 0. Das heißt, was hier aus dem Delay rauskommt, ist einfach das Signalwert 0. Okay, der hier, die minus 1, die muss hier eine Runde warten. Okay,
So können wir uns das vorstellen. Das Delay bildet natürlich hier dieses n-1 hier oben ab, ne? Dass ich den vorhergehenden Wert hier abziehe. Ja, jetzt laufen die 0 und die 1 in den Addierer rein. Das heißt ganz klar, hier hinten y von 0, da schreiben wir es anders, y von n ist gleich 1 plus 0, also 1. Ich kann es hier noch hinschreiben, 1 plus 0. Also der Addierer macht nichts anderes, als die beiden zu addieren. Und hier mache ich wieder so eine Tabelle. Also für n gleich 0 habe ich hier den Wert 1 als Ergebnis. Gut. So weit, so gut. Ich hoffe, alle sind mitgekommen. So, jetzt geht's in die zweite Runde. So, was jetzt passiert, ist, jetzt ist n gleich 1. Das bedeutet, wir sind jetzt hier. Es liegt jetzt der Wert, ups, das wollte ich nicht, ich wollte ihn verschieben. Jetzt liegt jetzt der Wert 0 an. Und diese beiden Werte, die sind ja hinten raus, in meinem y von n. Was passiert jetzt? Die 0, die, ja, die läuft jetzt wieder hier einmal zum Addierer. Und eine zweite 0 läuft hier zum Multiplizierer. Im Multiplizierer 0 mal minus 1 ist 0, da verändert sich nichts, da geht es einfach durch. Und jetzt trifft sie auf das Delay. Beim Delay ist es so, da war die minus 1 enthalten. Die hat jetzt ihre eine Runde ausgesetzt. Die darf jetzt raus aus dem Delay. Und die 0 muss jetzt eine Runde warten. Jetzt haben wir quasi die Situation, wo hier hinten minus 1 und 0 addiert werden. Also ist unser Signal y minus 1. Okay, und jetzt können wir das so weitermachen. Für n gleich 2 und n gleich 3 werden wir dann sehen, da kommen jetzt nur noch Nuller. Wir haben jetzt auch nur noch Nuller im System, also da werden jetzt nur noch weitere Nuller hier auftauchen, das brauchen wir nicht mehr so im Detail machen, da passiert nichts mehr. So kann ich jetzt meine Rekursion auch im Wirkungsplan verfolgen, indem ich die Zahlen, ja, einfach meinen Pfeilen entlang leite. Wenn ich das zusammensetze, ergibt sich folgendes Bild. Das ist das Ergebnis. Das ist genau das, was wir natürlich auch in der Differenzengleichung bekommen haben. Gut. Also, hier auch die Rekursion im Wirkungsplan und hoffentlich habt ihr jetzt auch so ein bisschen so ein Gefühl entwickelt, wie der Wirkungsplan zu lesen ist, wie er funktioniert, ja, wie das Ganze so gemeint ist. Bevor wir jetzt ein paar Übungsaufgaben zu Differenzengleichung Wirkungsplan machen, will ich nochmal motivieren und zeigen, wie mächtig das Ganze ist. Also es erscheint jetzt relativ banal und billig, da hier so eine minus 1 und ein plus 1 quer durch meine Folie zu schieben. Ich kann aber damit echt coole Sachen machen. Schauen wir mal hier. Ich habe ein Foto genommen vom Englischen Garten und für mich sind jetzt die Farben die Signale. Also wenn ich hier eine Zeile durchgehen würde, hier quer durch, dann bekomme ich so ein gewisses Farbsignal. Ja, das könnte ungefähr so aussehen. Das ist quasi, jeder Pixel ist ein n, Pixel gleich n, und hier nach oben habe ich die unterschiedlichen Farben.
Ja, und auf dieses Farbsignal habe ich jetzt einfach auf jede Zeile mal diese Differenzengleichung angewendet. Also im Prinzip die gleiche, die wir oben verwendet haben, da ist noch ein Faktor 5 mit dabei, damit man das Ergebnis besser sieht. Was hatten wir was hat diese Differenzengleichung bewirkt? Wir sehen es hier unten. Wir haben eine Art Kantenfilter erzeugt. Also im Bild, überall dort, wo ich einen starken Übergang habe von dunkel auf hell, zum Beispiel hier bei den Bäumen hier oben, dunkel auf hell, da sehe ich hier unten eine helle weiße Linie. Oder wo habe ich das noch? Das habe ich zum Beispiel hier am Monopteros, ja, hier. Von Monopteros auf den Himmel, sonst bei den Zweigen, bei den Menschen sieht man es hier, ja, hier unten. Also ich kann jetzt Kanten gut erkennen, Farbverläufe sowie den Himmel. Ja, dieses Hellblau, der Übergang, der ist hier hinten einfach völlig schwarz geworden. Ja. Da sind keine Kanten dabei, das sind langsame Verläufe. Also das war eine erste Art Digitalfilter, den wir hier erzeugt haben. Ich kann das variieren. Ich kann jetzt was anderes erzeugen. Hier habe ich mal einen neuen Filter rein. Der sieht so aus. Ja, der macht jetzt ja, mir andere Farben, macht die kräftiger, macht die leuchtender. Ich kann noch mal eine andere Differenzengleichung her zeigen. Die sieht jetzt schon relativ kompliziert aus und hat so komische Faktoren, die ja nicht keine runden Zahlen sind. Wo die herkommen, das werden wir so im Lauf der Vorlesung erst erfahren. Im Prinzip, ja, ihr seht schon, es sieht jetzt ein bisschen anders auch aus. Hier kommt auch noch mal Y auf der rechten Seite vor. Lassen wir den einfach mal drauf laufen, also wieder hier zeilenweise drüber. Dann bekomme ich hier unten einfach eine leicht verschwommene Version des oberen Bildes. Also viel ist nicht passiert. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich nehme mal das obere Bild und lege ein Störsignal drauf. Also ich habe dem oberen Bild, habe ich jetzt diese schwarzen Streifen hier überlagert. Im Prinzip ist das Bild eigentlich ja, kaum noch wiederzuerkennen. Und jetzt lasse ich über dieses gestörte Bild, lasse ich mal die Differenzengleichung, die wir gerade hatten, drüber laufen. Und wir bekommen unten zwar wieder ein leicht verschwommenes Bild, aber komplett streifenfrei. Also dieser Filter, den ich hier gezeigt habe, der ist in der Lage, dieses Streifenmuster komplett zu entfernen. Ja, das wäre jetzt ein typisches Beispiel für einen Digitalfilter. Warum das so ist, werden wir noch sehen. Ich zeige euch nur mal kurz, was hier passiert. Also wenn ich mal so ein Frequenzmuster hier mache ich. Hier oben habe ich eine hohe Hell-Dunkel-Frequenz, hohe Frequenz und hier unten eine niedrige. Dann seht ihr im Ergebnis, wenn ich den Filter anwende, ja, es ändert sich nicht viel, aber hier habe ich einen grauen Bereich, wo keine Streifen mehr sind. Hier sind die Streifen verschwunden. Das heißt, unsere Differenzengleichung hier oben, die schafft es, Streifen einer bestimmten Frequenz auszulöschen. Bei anderen Frequenzen, niedrigere Frequenzen hier unten oder hohe Frequenzen hier oben, da wird das Ganze nur ein bisschen ausgewaschen. Aber es ändert sich nicht so arg viel. Aber hier diese zentrale Frequenz hier, da werde ich keine Streifen mehr sehen. Woran liegt es? Ich habe euch mal das
Spektrum hier, das Transmissionsspektrum, dargestellt. Ich habe hier euch einen sogenannten Notchfilter, einen Kerbfilter gezeigt. Also im Spektrum sieht man, es gibt eine Frequenz, diese hier bei so 0,7, die wird mit einem Faktor 100 werden Frequenzen unterdrückt. Alle anderen Frequenzen, niedrigere Frequenzen oder höhere Frequenzen, ja, die kommen größtenteils durch. Da ist vielleicht noch eine kleine Unterdrückung, so ein Faktor 2, 3. Deswegen alles ein bisschen dunkler und ein bisschen verschwommen vielleicht. Entschuldigung. Aber genau, es geht hier um diese Frequenz, die ich loswerden will. Und solche Filter, die werden zum Beispiel eingesetzt bei allen möglichen Elektronikbauteilen, in der Medizintechnik. Zum Beispiel in der Medizintechnik, wenn man ein Kardiogramm aufnehmen will, im ganzen Körper sind die 50 Hertz aus der Steckdose zu messen. Ja, die muss man loswerden. Dafür sind solche Filter gut. Und ja, es gibt extrem viele weitere Anwendungsbereiche, die wir uns auch so nach und nach noch in Beispielen sehen werden. Jetzt ist mal genug der Beispiele, jetzt seid ihr dran. Ich habe euch eine Differenzengleichung mitgebracht, diese hier. Und eure Aufgabe ist es, einen Wirkungsplan zu zeichnen, der dieser Differenzengleichung entspricht. Wunderbar. Hier ist schon mal eine mögliche Lösung. Ich schreibe gleich dazu. Es gibt mehrere mögliche Lösungen. Also wenn eure Lösung anders aussieht, nicht nur vom Layout, sondern fundamental anders, kein Grund zur Panik. Es gibt viele Varianten, wie ich das machen kann. Ich will jetzt einfach mal durch den hier durchgehen, weil der relativ intuitiv und relativ anschaulich zu erklären ist. Also, was habe ich hier? Ich habe hier, und da lohnt es sich jetzt eigentlich immer so ein bisschen von hinten nach vorne durchzugehen. Also, mein Y von N, und jetzt schwimme ich mal gegen den Strom und schaue, was das beinhaltet. Das Y von N, das beinhaltet, aha, eine Summe von 1, 2, 3 Dingen. Also habe ich hier 1, 2, 3 Dinge in meiner Summe. Einmal kommt hier an ein X von N direkt auf Kanal 2 durchgeschaltet. Okay, also X von N, direkter Durchlauf. Dann, was habe ich noch? Auf Kanal 1 habe ich, da kommt ein verzögertes Signal. Und außerdem wird es noch mit dem Faktor 2 multipliziert. Ansonsten ist ein normales X von N. Also da habe ich jetzt quasi ein X von N mit 2 multipliziert und um 1 verzögert, also ergibt N minus 1. Und jetzt kann ich mich noch um den letzten 2 kümmern. Hier habe ich eine doppelte Verzögerung, 2 Delays und mal minus 1. Also habe ich hier minus X von N minus 2. Und das ist natürlich die gleiche Differenzengleichung wie oben. Und rückwärts kann ich das natürlich auch so bilden, dass ich sage, y von n ist gleich, ich brauche 1, 2, 3 Dinge, also schreibe ich mein y von n hier hinten hin und dann baue ich ihm hier 3 Summanden dazu. Und dann, ja, hier vorne habe ich mein x von n und dann liefere ich einmal hier x von n aus. Dann brauche ich ein verzögertes x von n.
machen wir mal hier nur ein D rein mit Faktor 2. Und dann brauche ich noch ein mit Faktor minus 1 doppelverzögertes. Ja, so. Oh, das habe ich jetzt falsch umgemalt, das Dreieck. Okay, also so lässt sich das vorwärts und rückwärts schnell erledigen alles. Wunderbar. Machen wir noch ein Beispiel. Jetzt habe ich einen Wirkungsplan. Wie sieht die zugehörige Differenzengleichung aus? Ganz genau. Habt ihr eine von den Möglichkeiten hier? 1, 2, 3 oder 4? Ja, dieser hier ist der richtige. Jetzt habe ich was Fieses eingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Nämlich, ich habe hier die Signalrichtung umgekehrt. Also, ich habe normalerweise, wenn wir nochmal nach oben schauen, gehen ja unsere Signale von links nach rechts überall. Jetzt läuft mein Signal hier von rechts nach links, weil sie zurück. Ja, wie mache ich das? Also y von n ist gleich. Gehen wir dem Ganzen rückwärts mal entlang. Y von n ist gleich. Hier an dem Knotenpunkt passiert ja nichts, weil ich folge ja dem Pfeilen stromaufwärts. Also dass hier noch ein Signal abgetastet wird, interessiert mich hier nicht. Ich treffe auf ein Delay, okay, auf ein verzögertes Signal, das aus zwei Teilen besteht. Okay, das heißt, ich habe hier eine Verzögerung, die merke ich mir. Und hier habe ich zwei Teile, 1 und 2. Signal 1 ist mein x von n. Also kann ich hier x von n minus 1 schreiben, denn ich muss ja den Verzögerer mit einberechnen. Ja? Der macht mir das n minus 1. Auf dem Signalweg 2, da muss ich noch etwas weiterlaufen. Da bekomme ich ein minus 1/2. Okay. Also minus 1/2 und dann komme ich hier raus. Ja, wo sind wir jetzt? Also wir sind hier schon mal gewesen an diesem Punkt. Ja, da habe ich die blaue Linie schon gezeichnet. Jetzt ist die Versuchung natürlich groß, einfach weiter stromaufwärts zu schwimmen, immer stromaufwärts zu schauen. Das würde zwar zum richtigen Ergebnis führen, aber erst nach unendlicher Zeit. Ich zeige gleich, woran das liegt, denn wir waren ja schon mal hier. Das heißt, wenn ich jetzt wieder aufwärts gehe, ich mache das auch gleich wieder weg, dann bin ich ja nochmal bei einem Delay, wieder eine Summe und dann habe ich wieder zwei Signalwege und einer davon, der geht jetzt wieder hier diesen Weg. Dann lande ich wieder hier. Dann schwimme ich weiter, stromaufwärts, wieder ein Delay, ach, wieder eine Summe, wieder stromaufwärts und so weiter. Ich bin hier gefangen in einer Endlosschleife. Ja, so werde ich nie ich bekomme einen unendlich langen Term, der zwar irgendwann konvergiert auf das richtige Ergebnis, aber keinen praktischen Nutzen für mich hat. Was wir stattdessen machen wollen, ist folgendes. Wir sind jetzt hier an diesem Punkt. Da waren wir schon mal. Das heißt, wenn wir an den Punkt zurückkehren, an dem wir schon mal waren, bleiben wir stehen und gehen nicht weiter. Denn wir wissen, ab jetzt geht es nur noch im Kreis. Wir müssen jetzt diesem Punkt einen Namen geben. Und wir haben schon einen Namen für diesen Punkt. Denn hier ist das Signal y von n. Ja? Denn von dem Punkt aus wird das Signal ja nur noch ein Meterchen weitergetragen
und kommt da hinten also ein Ergebnis raus. Also hier ist in der Tat das Signal y von n. Ich bin allerdings, wenn wir nochmal dem Signal folgen, ich bin allerdings hier durch das 1/2 gegangen, das haben wir. Den Summanden, genau den haben wir auch. Aber hier habe ich noch ein Delay. Das heißt, hier brauche ich ein y von n minus 1 natürlich, ja, weil alle Signalbestandteile durch den Delay durchgehen. Also Gleichung Nummer 2. Gut, wunderbar. Wir haben jetzt schon das erste Beispiel hier für ein System mit Rückkopplung gesehen oder mit Feedback. Ja, hier einen zyklischen Signalverlauf, einen Kreisverlauf von Signalen. Wir werden sehen, das wird extrem wichtig werden und das sind die interessanten Systeme, die wir uns anschauen wollen. Gut, schauen wir es uns noch ein bisschen genauer an, dieses System. Und zwar machen wir einfach mal eine Rekursion. Wir haben gelernt, Rekursion funktioniert immer. Also muss es doch möglich sein, diese Differenzengleichung hier mit Rekursion zu füttern und einfach mal zu schauen, was kommt hier raus. Ganz genau. Also ich bekomme hier folgendes Ergebnis. 0, 1, minus 1/2, 1 Viertel, minus 1 Achtel. Also hier, wie es hier im Graphen unten dargestellt ist. Ich kann das nochmal kurz zeigen. Also wenn das hier die Differenzengleichung ist, die muss ja für alle n gelten. Also für n gleich 0 muss sie genauso richtig sein. Also kann ich sagen, y von 0 ist gleich x von minus 1 minus 1/2 von y von minus 1. Und jetzt schreibe ich das noch für ein paar weitere Werte kurz auf. Y von 2, y von 1. Hier habe ich y von 0 und hier habe ich y von 1. So. Und jetzt kann ich ja wieder befüllen. X von minus 1. Ja, x ist mein Einheitsimpuls. Ja, steht hier drüben. X von n ist Einheitsimpuls. 1, 0, 0, 0. Bei der Stelle minus 1 hat der noch den Wert 0. Jetzt kommt der interessante Zeitpunkt, y von minus 1. Was kommt aus meinem System raus, bevor ich mein Labor angeschaltet habe? Und da war unsere Konvention ja, alles startet in Ruhe. Also System in Ruhe. Also alle Signale vor n gleich 0 gleich 1. Also alle Signale gleich 0 vor n gleich 0. Das bedeutet, der hier ist auch gleich 0. Ja, unser System spuckt eine 0 aus, bevor es losgeht. Das heißt, y von 0 hat den Wert 0. Gut, wenn wir den haben, dann können wir zum nächsten gehen. Hier y von 1 ist x von 0 und x von 0 ist ja unser Wert 1. Also hier habe ich eine 1. Und jetzt der interessante ist y von 0. Den habe ich hier oben gerade ausgerechnet. Also jetzt benutzen wir es wie eine Leiter. Was ich gerade ausgerechnet habe, diese 0, die kann ich jetzt hier einsetzen. Also hier ist auch eine 0. Dann bekomme ich 1 minus 0 ist gleich 1. Gut, im nächsten Schritt
x von 1 ist, ja, der ist wieder 0, also der ist 0, minus 1/2 y von 1. Y von 1, den habe ich hier berechnet, den setze ich hier ein, also steht hier minus 1/2. Und so geht das Ganze weiter. Also ich benutze immer das Ergebnis, das ich hier berechnet habe, in meinem nächsten Schritt und so bekomme ich diese ganze Reihe. Und wir sehen, in jedem Schritt wird natürlich mit minus und 1/2 multipliziert. Ja, drum minus 1/2 plus 1/4 minus 1/8. Also ganz interessantes Ergebnis. Wir bekommen also ein Signal, dass, obwohl wir hier nur einmal eine 1 schicken, ein Signal ist im Prinzip unendlich lang. Ja, es läuft zwar schnell gegen 0, aber es wird nie ganz 0. Also das haben wir durch unsere Rückkopplung, unser Feedback erreicht. Gut, wir werden noch mehr solche Systeme uns anschauen. Jetzt fassen wir mal kurz zusammen. Ja, was war denn jetzt der eigentliche Unterschied zwischen Differenzengleichung und Wirkungsplan? Überleg mal kurz ein paar Punkte und dann besprechen wir es. Genau. Also was mir eingefallen ist, sind folgende Dinge. Die Differenzengleichungen sind sehr kompakt, ne? Und die sind eindeutig. Also die Differenzengleichung ist klar, wie sie aussehen muss. Und ich kann sie in einer Zeile mit ein paar Symbolen aufschreiben. Der Wirkungsplan hingegen, der war nicht eindeutig. Ja, wir können mehrere unterschiedliche Wirkungspläne zeichnen. Wir werden das auch noch in mehreren Beispielen sehen, wie unterschiedlich die wirklich sein können. Was die Wirkungspläne haben und was sie schön machen, ist, wir sehen, wie die Signale durch das System fließen, was wohin geleitet wird. Das sagen uns die Differenzengleichungen nicht. Eine Differenzengleichung sagt einem nicht mal, was Ein- und was der Ausgang ist. Das sagt einem nur der Wirkungsplan. Die sind also in gewisser Weise enthalten etwas mehr Informationen, sind auch übersichtlicher. Genau. Differenzengleichungen beschreiben Zusammenhänge. Also das Analogon zur Differentialgleichung. Gut, damit soll es erstmal gewesen sein, die Einführung in Differenzengleichungen und diskrete Zeit. Jetzt im nächsten Teil von heute, von unserem Video, wird es darum gehen, die Wirkungspläne auch in die kontinuierliche Zeit anzubinden. Bis gleich.